kommen jetzt zu einem kleinen Gedankengesangsspiel. Und das funktioniert so, dass wir gleich zwei Spieler haben, die eine Szene spielen, die aber hin und wieder ihre Gedanken preisgeben. Durch zwei andere Spieler, die Gedanken singen werden. Wann werden die Spieler das tun? Da kommen sie ins Spiel. Immer wenn sie sagen, was denkt er wirklich oder was denkt sie wirklich, also diesen Satz reinrufen, wird die Szene kurz unterbrochen und wir hören die Gedanken von ihm oder von ihr gesungen. Okay? Ja. Schön. Gut. Okay, also was denkt er wirklich? Oder was denkt sie wirklich? Oder tief und hoch getauscht. Ja, los. Ich brauche zwei Leute, die zu mir auf die Bühne kommen. Die kriegen natürlich noch eine Vorgabe. Und die Vorgabe ist ein Beruf, bei dem sie sagen, na ja, also wenn jetzt meine Kinder sagen würden, Papa oder Mama, ich habe diesen Beruf, wäre ich nicht jetzt so glücklich, aber okay. Kleinkünstler. Was war das? Banker. Nutte, Banker, ja. Müllabfuhr. Ich denke, wir nehmen mal Müllabfuhr. Ach so, da kann man ja was Praktisches machen. Ist ja so ähnlich wie Banker. Ist ein bisschen, ja. Ja, also ich sag, bin Müllab, ich bin Müllmann. Genau, zwei Spieler auf die Bühne. Also ich bin jetzt Müllmann. Gut. Wir zählen ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Entschuldigung. Was denkt er wirklich? Jeden Tag fahr ich hier die Straße lang. Ich habe einen Müllentsorgungszwang. Wenn ich Müll an Rand der Straße sehe, dann steige ich aus dem Auto aus und bringe ihn mit Tonne hinten rein. Ich bin der Müllmann aus Leidenschaft. Ich bin der Müllmann mit Müllmanns Kraft. Ich bin der Müllmann und steh voll im Saft. Und am Ende des Tages bin ich geschafft. Hallo? Ja, bitte. Können Sie mir vielleicht sagen, ich weiß nie, Dosen, in welchen Müll kommen die jetzt? Was denkt sie wirklich? Ich brauch nen Anmachspruch, mir fällt keiner ein. Immer wenn ich bis zu meinem Therapeut Sache kreativ sein. Ich hab die Situation an, frage ihn, was er da macht. Und wenn ich Glück hab, wird diese seltsame Situation weggelacht. Mit allen interessiert mich nicht, aber ich kann ein Gespräch anfangen. Mit allen interessiert mich nicht, Hauptsache er reagiert auf mich. Ja, also das war wirklich ein sehr ausgezeichnetes Exemplar einer Ravioli-Dose. Boah, das ist ja sensationell. Das kommt Würden natürlich in den gelben Sack. Mögen Sie Ravioli? Naja, besonders die Dosen. Haben Sie noch eine? Schwelblech, Aluminium. Ich hab dich gesehen. Du Dose, du warst so wohl geformt. Du hattest Stärke, die mich sowas von beeindruckt. Ich wollte schon immer so eine Dose zu haben. Ich mag Aluminium, ich mag Wellblech, ich mag jegliches Metall mit einem grünen Punkt.
Naja, unsere Frau wäre vielleicht auch ganz gut. Ja, ich mag Dosen. Das habe ich mir jetzt schon gedacht. Kochen Sie auch manchmal oder nur aus Dosen? Nee, ich kaufe die Dosen, schütte sie in den Mülleimer und sortiere sie in mein Regal ein. Kochen kann ich nicht. Wollen Sie meine Sammlung sehen? Was denkt sie wirklich? Oh weia, wie werde ich den wieder los? So ein Freak, so ein abgedrehter Typ, wer hätte das gedacht? Kein Problem, ich komme auch gerne mit in ihr Gartenhäuschen. Okay, aber dann gebe ich Ihnen dieses ganz schöne Exemplar mit Schnalle. Toll, die ist wirklich geil. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, dass Sie mich angesprochen haben. Bitte, wollen Sie den Rest der Dosen auch noch mitnehmen? Was denkt Sie wirklich? Feuerzeug, sorry. Ich wollte nicht, dass sie so leiden. Wir können doch Freunde bleiben. Sie kommen einmal in der Woche vorbei. Dann bring ich ihnen Kochen bei und sie mir Müll trennen und zeigen mir Fotos von ihren Ansammlungen. Einmal die Woche hab ich Zeit, einmal die Woche nehm ich mich ein, einmal die Woche mit ihnen, einmal die Woche nur die zwei. Die Zahnarzt-Tätigen und der Müllmann aus einem Schacht, wir haben uns so gern. Einmal die Woche nicht fehlen.
Hallo. Kommen Sie rauf auf den Kaffee. Gern. Ich habe auch schon alles vorbereitet. Also wir kochen heute Ravioli. Das ist schön. Ja? Hier haben wir den Nudelteig und da ist die Tomatensauce. Was denkt er wirklich? Als letzten Song. So kompliziert habe ich mir das alles gar nicht vorgestellt. Wir trinken den Tee und ich zeige eine Dose. Nein, gerade, Hauptsache ich bin der Wohnung drin. Ich hab mal gelesen, das ist der richtig erste Schritt. Hey, Nudeln machen ist ganz schön kompliziert. Hey, Nudeln machen, ich bin ich nicht so versiert. Hauptsache was im Magen, damit ich weder kann in den Wagen. An dieser Stelle darf ich nicht verzagen. Ich muss dir jetzt was Wichtiges sagen. Ich geh wieder.